Ja, tragisches Ereignis gestern in Meidrich. Die Polizei wurde zu einem Familienstreit gerufen. Der Ehemann hat seine Frau übel zugerichtet mit einem Hammer. Die Frau kam ins Krankenhaus. Lebensgefahr wird zurzeit nicht ausgeschlossen. Der Mann hat nach der Tat, er glaubte, seine Frau sei bereits tot, seine Mutter angerufen, ihr berichtet, was er getan hat, und die hat sofort die Rettungskräfte verständigt, und deswegen hat die Frau Glück und lebt noch. Der Mann hat heute in der Vernehmung die Tat weitgehend eingeräumt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags beantragt, und er wird im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt.